So, drei Beispiel. Hier ist es. Also es wird mit einem Würfel gewürfelt. Sie erhalten die Augenzahl in Euro ausgezahlt. Berechnen Sie Erwartungswert und Standardabweichung. Ja, Lösung. Eine geeignete Grundmenge ist, ja, was soll unser Omega sein? Omega. Naja, für Würfel nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Haben wir also eine Grundmenge. Jetzt brauchen wir noch die Auszahlung. Also die Standard-Zufallsvariable. Die Zufallsvariable. Das Spiel beschreibt. Variable x, ja, wollen wir den Namen noch sagen. Also wie ist die Tabelle? Das ist sehr einfach. Hier habe ich mein Omega. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 gewürfelt. Und mein x hat die Werte ebenfalls dasselbe. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Ja, sehr einfach. Wir sind jetzt hier noch in dem Modell. Also das Modell ist das Omega haben wir. Wir haben die Zufallsvariable, fehlt also noch das P. Wir betrachten den zum Omega gehörigen. Platzraum. Kommen wir da zusammen mit dem P, was man will. Wo alles gleich wahrscheinlich ist. Hier ist ja leider Platzraum. Also, Grundmenge P, x, können wir noch gesucht sagen. Gesucht ist einmal der Erwartungswert von x. Und außerdem ist auch noch die Standardabweichung von x gesucht. Okay, also berechnet man das. Wieder mit einer Tabelle geht das eigentlich ganz gut. So, also Rechnung. Also jetzt mache ich die Tabelle nochmal hin, aber also hier haben wir das Omega. Oh, viel mehr Spalten. Dann kommt mein x. Ja, mein Omega hat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und wir wissen aber auch, was da rauskommt, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, als erstes wollen wir ja, das μ berechnen, also den Erwartungswert. Das heißt, wir berechnen hier erstmal die Summe. Das ist, bis hier sind es 10, 15, 21. Das ist aber nicht der Erwartungswert, sondern den Erwartungswert müssen wir im Laplace-Raum dann diese Zahlen noch durch n teilen. Doppelstrich. So. Also was ist 1 durch n von der Summe? Na, die ist 6. Und wenn wir 21 durch 6 teilen, 21 Sechstel, dann ist das dasselbe wie durch 3 kann ich teilen, 7 halbe. Ja, der Mittelwert ist eben genau hier in der Mitte, 3,5. Okay. Also jetzt wissen wir, was unser μ ist, das ist nicht unser μ, der Erwartungswert.
Erwartungswert. Das langweiligste Spiel ist mit dem gleichen Erwartungswert ist das, wo immer dasselbe ausbezahlt wird, nämlich immer 7,5. Also schreibe ich mir hier mal mein langweiligstes Spiel hin. Ich kriege hier 7,5 und hier kriege ich auch 7,5. 7,5, 7,5, 7,5 und hier auch 7,5. Okay? Mein langweiligstes Spiel, das hätte den gleichen Erwartungswert. Die Summe hiervon ist 6 mal 7, 42,5 ist auch 21 und ist auch 7,5. Ja, ein Spiel, was den gleichen Erwartungswert hat, aber total langweilig ist. So, dann berechne ich erstmal den Abstand vom langweiligsten Spiel. Also erstmal die Differenz. Also das minus 7,5, das hier sind 2,5 minus 7,5 sind minus 5,5. 4,5 minus 7,5 sind minus 3,5. 3 minus 3,5 ist 1,5. Das hier ist 4 minus 1,5 ist plus 1,5. Und das hier ist plus 3,5. Und das hier ist plus 5,5. Ja? So. Kann man auch nochmal die Summe machen, kommt gerade 0 raus. Ja? Das ist eine neue, sobald die Variable den Erwartungswert 0 hat. Ja? So, jetzt haben wir also den Abstand, aber das ist blöd für unsere Risikoberechnung oder wie aufregend ein Spiel ist, ist es egal, ob es mit Minus oder mit Plus ist. Wir wollen ja nicht den Abstand, sondern den quadratischen Abstand ausrechnen. Also x minus mu. Und dann jetzt zum Quadrat. Ich schreibe das vielleicht nochmal in einer Farbe hin. Ja, jetzt müssen wir noch quadrieren. So. Also 25 Viertel. 9 Viertel, 1 Viertel, 1 Viertel, 9 Viertel, 25 Viertel. Okay? Gut. Summe davon ist der quadratische Abstand. 25, also 9 plus 1 ist 10, plus 25 ist 35. Das haben wir zweimal. Also haben wir 70 Viertel. 70 Viertel oder dasselbe wie 35 halbe. So, das ist jetzt der quadratischer Abstand, jetzt wollen wir den mittleren quadratischen Abstand hier ausrechnen. Der ist jetzt dieses geteilt durch 6. Ja, also 35. 35 Viertel. So. Das hier ist der mittlere quadratische Abstand. Oder auch die Varianz von x. Ja, mittlerer quadratischer Abstand. Das hier ist der quadratische Abstand. Ja, und die Standardabweichung, die uns interessiert, ist die Wurzel daraus. Ja, die können wir jetzt hier noch drunter schreiben. So. Also, wenn ich jetzt die Wurzel aus dem mittleren quadratischen Abstand nehme, 35 Zwölftel, dann ist das die Standardabweichung. Kann man auch machen. Ungefähr ausrechnen. Habe ich schon gemacht mit dem Taschenrechner. Kommt raus 1,7. Das ist die Standardabweichung. Also die Standardabweichung von diesem Würfelspiel ist 1,7. Okay.